Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute machen wir cooles. Wir machen heute ein Aachen Rinderfilet vom Smoker und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, wir brauchen dazu so ungefähr 80 bis 100 Milliliter Ahornsirup, das ist sowas hier. Dann 2 bis 2,5 Kilo Rinderfilet. Da habe ich jetzt hier mir bei Kreuzers bestellt einen Charolais-Filet und habe aber einen Fehler gemacht an der Stelle. Ich habe das nämlich, falls ihr das sehen könnt hier, das ist nämlich Sous-Vide vorgegart. Von daher wird die Grillzeit jetzt tatsächlich nach ungefähr eine Dreiviertelstunde weniger betragen als normalerweise. Normalerweise würde man das erstmal auf einen Mieter drin, auf eine Kerntemperatur ziehen von so ungefähr 53, 54 Grad, bevor man anfängt zu krusten. Der ist aber jetzt schon vorgegart, deshalb nehmen wir den so, wie er ist. Also wenn er euch bei Kreuzers so ein Ding bestellt und den Code Klaus dabei verwendet, dann kriegt er nämlich immer, also wenn er euch da vorher registriert, immer 20% und kostenlosen Versand weniger als normal. Dann kann man ankreuzen, dass er vorgegart ist, schon zu weit, kostet bloß ein Apfel und ein Ei. Oder halt, weil ich immer machen würde, ist nicht diese vorgegarte bestellen, so wie ich es jetzt aus Versehen gemacht habe, sondern bestellst sie in einem vernünftigen Naturzustand. Dann hast du den Spaß selber in der Zubereitung. Ich habe den Fehler jetzt begangen, ich zeige euch das aber trotzdem. So, was ich noch habe, hier ist Grillpfeffer, der ist nicht so wie die Karte, der ist ganz normal. Hab hier noch so einen Silikonpinsel, einen Drehspieß und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, was man jetzt macht, ist, dass man sich das Filet, das besteht jetzt praktisch hier unten, die Spitze ist schon abgeschnitten, aber hier oben der Kopf ist dran, der kann noch dranbleiben, dass wir jetzt hier mittig unseren Spieß durchstecken. Das ist natürlich so ein vorgegartet super, weil jetzt schon so mürbe drin ist, dass der nicht mehr hin und her wackelt. Warum wir die Krallen ja nicht groß ins Fleisch reindrücken, sondern wenn wir die so ein bisschen begleitend dran setzen, so wie jetzt hier, siehst du, reicht das vollkommen aus. Wir müssen also jetzt nicht irgendwelche Tunnel hier in das Fleisch reinschlagen. Dann nehme ich jetzt hier meinen Grillpfeffer und mache immer so eine schöne kleine Pfefferkruste drauf. Also immer rüberstreuen und dann schön rüberstreichen und andrücken. Und das von allen Seiten. Herrlich, oder? Da hast du jetzt auch keine Angst, dass es verbrennt, ne? Nee, wir haben jetzt so im Smoker so um die 200 Grad und auch nicht ewig lange. Und dabei wird es jetzt natürlich braun, außer das ist kein Problem. Und die ätherischen Öle werden, dadurch, dass die immer heiß werden, auch besser ins Fleisch einziehen. Und was jetzt verbrennt, dann verbrennt halt was. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass es bitter wird, sondern es verbrennt dann zu Kohle und ist einfach weg. Aber da wird so fürchterlich viel gar nicht bei verbrennen. Wir werden es ja immer wieder mit dem Ahornsirup dann ein bisschen runterkühlen aus dem Fleisch, dass sich so eine Kruste bildet. Und ja, habt da keine Angst. Grillen kann man ruhig mal mit Temperatur machen. Also wir sind ja in letzter Zeit immer so sehr versucht, so auf Niedertemperatur garen zu gehen und die Temperaturen immer weiter nach unten zu machen. Und vergessen dabei manchmal, dass das irgendwie auch alles mit Feuer und Hitze zu tun hat. Von der mach ruhig Pfeffer auf, gibt Energie an die ganze Sache ran. Das wird am Ende immer lecker. So, setzen wir den in den Smoker ein. Dreht er in welche Richtung der jetzt auf so einem Pellet-Smoker dreht, ist vollkommen egal, ob rechts oder links, weil das natürlich relativ gleichmäßige Hitze ist, die da rauskommt. Ich habe jetzt hier den Broilking Pellet-Riegel 500, funktioniert auf dem 400er. Der Baron hat, glaube ich, keinen Spieß drauf, da wird es dann etwas schwieriger. Du kannst es aber auf normalen Smoker machen, dann dreht es sich natürlich nicht so schön. Ist immer schöner, wenn man ein bisschen Rauch hat auf dem Smoker, also deshalb einen Smoker nehmen. Und wenn sich dabei was dreht, dann wird das natürlich saftiger und die Kruste viel, viel schöner. Und wir fangen tatsächlich gleich mit dem Ahornsirup auch an. Und zwar nur aus dem Grund, weil das Ding ja so wie schon vorgegart ist. Wenn das jetzt nicht vorgegart wäre, bräuchten wir, um hier auf Kerntemperatur zu kommen, doch eine Dreiviertelstunde, Stunde irgendwo in der Größenordnung. Aber so können wir gleich damit anfangen. Dann bei welcher Kerntemperatur? Na, bei 54, so würde ich anfangen, das mit dem Glasieren zu machen. Verwendest du jetzt spezielle Pellets? Ich habe jetzt hier die Hickory-Pellets drin, die sind ganz in Ordnung für so eine Sachen, tun aber letztlich für die Nummer auch jedes andere Pellet, funktioniert ganz genauso. So, jetzt machen wir hier schön den Ahornsirup drauf. Siehst du, so haben wir gleich einen tollen Glanz am Fleisch und jetzt schließen wir hier den Deckel für die nächsten 10 Minuten. Und dann ist es so, dass wir alle 10 Minuten den Deckel aufmachen und alle 10 Minuten ein bisschen nachglasieren. Das dauert 3-4 Mal, bis der restliche Ahornsirup hier weg ist.
Und dann sind wir auch schon am Ziel. Aber ich zeige euch das nochmal. In unserer Technikminute kümmern wir uns heute mal um das hier, um das Thema Ahornsirup. Ja, wer ganz oft gefragt, welchen Ahornsirup verwendest du? Und die traurige Wahrheit dazu ist, dass wenn du in Deutschland bist, dass das Prinzip vollkommen egal, welchen Ahornsirup du verwendest. Du kriegst hinten auf die Flaschen drauf und da steht meistens drauf, hergestellt für CT Canada Trade GmbH oder so ähnlich. Die Flaschen sind doch alle ziemlich identisch. Geschmacklich nimmt sich das alles nicht. Das sind alle dieselben, derselbe Grade von Ahornsirup, der da drin ist. Vielleicht gibt es bei irgendwo eine Sonderabfüllung, die direkt importiert wird, aber im normalen Supermarktregal findest du in aller Regel für mich geschmacklich, qualitativ genau identisch dasselbe Material. Von daher nimm das, was du da findest. Nur eins solltest du nicht nehmen, und zwar manchmal steht da welcher, der heißt Pancake Sirup und der macht so ein bisschen die Anscheinung von einem Ahornsirup. Der ist aber so mit ausgelassenem Karamell und so ein bisschen gemacht, dass er in die Richtung geht, aber das geht richtig. Also, wenn du Ahornsirup kaufen willst, großer Tipp dazu, kauf Ahornsirup und gut ist. Die erste Runde ist rum. Wir können jetzt immer noch mal gleich ganz locker rüber. Dann brauchen wir natürlich nicht mehr so viel. Das ist schon ein total überschaubarer Prozess, der hier stattfindet. Was soll ich euch sagen? Ihr kann euch gar nicht sagen. Ihr müsst euch das einfach selber ankicken. Und guck mal hier. Hat das Ding eine geile Farbe bekommen. Knallrot, einen schönen Glanz, der Pfeffer klebt draußen. Hier siehst du so leichte Blubbern und Brutzeln. Genauso muss das sein. Da bleibt nur noch eins. Ausmachen und runternehmen das Fleisch. Guck mal hier, oder? Ein Träumchen. Ganz wichtig, zieht euch Handschuhe an, weil der Kram ist natürlich diese brüllend heiß, wenn man aus dem Smoker rausnimmt. Und dann löst man hier die Kralle. Zieht erstmal die Kralle ab. Und dann nimmt man und zieht das Fleisch runter. Und so sieht der Bursche aus. Von vorhin noch ganz kalt, wisst ihr, ist er jetzt warm geworden. Und ich würde sagen, nach 40 Minuten Smoker machen wir mal einen klassischen Mittelschnitt. Schneidet sich schon sehr schön. Und wie sieht es aus? Huch, ist er jetzt gar nicht ganz durch. Wie sieht es aus? Ich würde sagen, könnte ein gültiger Versuch sein. Das würde sich aber erst entscheiden, wenn wir jetzt mal eine Scheibe hier abschneiden. Das ist für dich, freut sich jemand. Die Textur ist natürlich cool, weil das Ding vorher gart ist. Da brauchst du nicht mehr viel machen. Wir haben auch einen ganz leichten, guck mal, wer erkennt, einen ganz, ganz leichten Rauchring draußen dran. Also dieser äußerste Millimeter, der da rot ist. Ja, hier beim. Da sieht man es besser. Ja, da sieht man schön, ne? Innen drin zart rosa und hat vorhin noch irgendwie ein bisschen grau und blass aussah, hat jetzt richtig Farbe bekommen. Auf euch rinnen die hohle Birne. Ich bin gut davon, kleine Freudentänzchen aufzuführen. Mach doch. Okay, genug gefeiert? Ja, weiß. Super zart. Medium rare, toller Garpunkt. Ganz leicht rauchig und der Ahorn, ich sag mal, Ahornsirup, Pfeffer, Rauch und Salz ist halt eine geile Nummer und an so schönen französischen Charolais sagt man ja, Charolais Filet, lecker. Ja, was soll ich euch sagen? Ich meine, ist natürlich zugegebenermaßen eine Nummer, die man jetzt nicht jede Woche macht. Also so ein Charolais Filet irgendwo auf den Smoker zu packen, ist zugegebenermaßen auch für mich etwas außergewöhnlich, weil es natürlich mehr als 1,50 Euro kostet. Und von der Portionsgröße, aber die passt schon wieder eher. Das ist schon was wert jetzt. Aber genau die Zubereitung so macht wirklich Spaß, macht Sinn. Ein schönes Stück Brot dazu. Mehr brauchst du nicht, da brauchst du keine Soße. Das Fleisch ist so saftig. Aber ohne hier, guck mal, ohne, dass sich ein großer See bildet. Also der ganze Saft kommt erst im Mund raus. Leckere Nummer und macht es nach. Falls nicht oder falls doch, auf jeden Fall müsst ihr einen Daumen nach oben da lassen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder auch ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht zu, ey, sau kalt heute draußen, ne? Ich nehme trotzdem noch eine Scheibe ab. Den Randstück.